Ich habe jetzt mal Bock auf was so richtig Dummes. Fahrradtresen in Berlin. Was ist denn ein Fahrradtresen? Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Wieso kackt mein Chat gerade ab? Ich hoffe, ich bin noch live. Hey, ihr crazy Radfahrer-People in Berlin, damit ihr Yeah, die crazy es people. voll nice habt in the hood, hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg coolen Stuff am Start. Hier! Was ist das denn? Weiß nicht. Ja, eine Skulptur? Bist du live, Eine funktioniert doch Spange mit alles einer perfekt. Bank. Also, ich würde mal sagen, Fahrrad. Oh, wait, das ist das schon. Ich dachte, die machen einfach nur so random Shots aus Berlin, so fürs Intro. Das ist es ja schon. Da steht das Ding schon. Was ist das denn? Ständer mit Tablett obendran. Genau, und da ist ja auch Herr Kraus in der Haus vom Bund der Und Steuerzahler. machen wir, würdest du eher, das habe ich noch im Streamtitel stehen, aber das glaube ich, machen wir heute gar nicht, sorry. Auch er ist mega hyped. So, das ist jetzt der Kreuzberger Fahrradtresen und der hinterlässt mich völlig ratlos. Ich weiß überhaupt nicht, was das dem Radverkehr dienen soll. Safety. Ja, was, also jetzt mal, no joke. Also was macht man jetzt damit? Ja, das hier ist ein fancy Fahrradtresen und alle fahren voll drauf ab. Millionär Das machen wir vielleicht Bezirksamt noch. hat eben nicht nur hippe Ideen, sondern auch krass den Check und mailt. Wieso reden die jetzt die ganze Zeit eigentlich in so möchte gern Jugendsprache? Das ist maximal unangenehm. Und ich verstehe jetzt auch nicht die Verbindung zu irgendeinem Fahrradständer, warum man das jetzt machen muss. Die Idee. 500 € gezahlt dafür. Ich würde mich freuen, wenn das Ding 500 € gekostet hat. Weil ich gehe von weit im vierstelligen Bereich aus. Hinter dem Fahrradtresen ist Ride, Stop, Drink, Work, Relax. Was? Okay, also sollst du dann mit deinem Fahrrad, mit deinen Kollegen reinfahren? Dann steht ihr da alle mit eurem Fahrrad. Und dann gibt es einen Drink und dann fährst du weiter. 2500 gehst du aus, okay. Gute Schätzung. Irgendwo in dem Bereich sehe ich But mich aus. Achtung, never verwechsel die Reihenfolge. Aber ansonsten ist alles ganz easy. Das Fahrrad wird als Sitzhocker am Tresen geparkt. Der Tresen kann zum Abstellen von Getränk oder Arbeitswerkzeugen genutzt werden und dient als Treffpunkt. Von Arbeitswerkzeugen, als wäre das so ein Work-Café. Da kommen da die Leute mit ihrem Fahrrad, stellen da ihren MacBook hin und programmieren die nächste Dating-App. Wie stellen die sich Also, das wenn ich mich vor? wirklich mit Menschen unterhalten möchte, dann steige ich Ja, es ist Berlin, aber so jetzt sind die Leute nicht mal schon dort. auch ab, glaube ich, vom Rad. What? Hier kann man nice Sattelfeste feiern. Oder wie das Bezirksamt would say. Da legst du dich einfach nur übelst auf die Schnauze, wenn du jetzt da mit dem Fahrrad einfach direkt reinfährst, oder? Saddlepartys. Immerhin passen ganze 3 Räder bequem an den Tresen. Und mit ein bisschen Geschick ist es hier super cozy. Bin gern dafür, dass es mehr Fahrradinfrastruktur gibt, aber sowas muss jetzt nicht unbedingt. Also ist jetzt nicht das Erste, was ich brauche. Hält das überhaupt? Also fällst du da nicht einfach um? Fehlt halt vielleicht noch so ein Ausschank oder irgendwie. Da kann man hier noch ein Fass installieren oder sowas. Genau, ein Fassradtresen. Kreuzberg ist schließlich flüssig. Der Fahrradtresen mit den ganzen Arbeiten drumherum hat 8000. Jetzt kommt der Preis. 8000. Hab ich Schließlich 8000 richtig flüssig. gehört? Der Fahrradtresen mit den ganzen Arbeiten drumherum hat 8.300 € gekostet. 8000. 8.300 Euro. Aus was besteht das? Das Ding, das ist so ein bisschen Metall und da ist einmal Holz obendran. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht irgendwie krass befestigt. Hier wurde einfach unten die Bodenplatten rausgehoben und da reingesteckt. 8.300. Und das ist nicht irgendwie Holz hochwertiges oder sowas. Legit. So, wenn du ein bisschen in Werken in der Schule aufgepasst hast, dann kannst du das auch. Ich werde nie verstehen, warum solche Sachen, die von der Stadt installiert werden, so unfassbar und ungerechtfertigt teuer sein müssen. Also legit, no joke. Tresen mit den ganzen Arbeiten drumherum hat 8.300 €. Mit den ganzen Arbeiten drumherum, welche Arbeiten drumherum? Du stellst das hin? Gekostet 8.000 Euro. Haust da so eine lange Schraube in den Boden rein und dann hält das. Hättest du mir Mit gesagt, den 8.000 Euro würde ich einen Laden aufmachen. Ich fände so an Ampeln so Fußtreter, finde ich irgendwie besser als eine Bar. Lieber glatte Fahrradwege. Also da vermisse ich dann eher noch so ein paar Bänke und ein paar Bäume. Kann man anders anlegen. Ist ja wohl Kannst du echt nicht würde ich ausdenken. Sagen. Aber Berlin ist ja sexy.
Ich gucke gerade die ganze Zeit im Hintergrund, ob ich irgendwie einen Ort erkenne, weil ich war schon zweimal in Berlin. As hell, also lass dem Tresen doch gerne. Legit einarbeitet. Du sagst einem einzigen Schreiner, du machst eine Sonderanfertigung für das Ding. Das muss nicht mal von irgendeiner Firma kommen. So ein Typ soll eine Sonderanfertigung, der soll so ein Ding zusammenschustern und soll das da hinstellen. Viel billiger. Gerne ein Bike da. Hier. So auch mit Materialbeschaffung und allem drum und dran. Never 8.300. Für 8.300 kaufst du dir ein Auto. Hat das Ding den gleichen Aufwand wie ein Auto? In Berlin, Cross Hill. Mach. Alter, nee. Wirklich so Preise, ich würde wirklich mal so, wie weit sind diese Menschen von der Realität entfernt, die das dann planen? So, geht's denen wirklich so gut, dass sie denken, 8.300, da sehe ich mich jetzt. So, das kann doch nicht deren Ernst sein. Hat safe 8 Monate gedauert zu bauen und dafür wurden erstmal 3 Straßen außenrum gesperrt, dass man auch den Platz dafür hat. Und dann hat keiner dran gearbeitet, wie man es kennt.